Die Glocken unserer Klosterkirche in St. Maria Himmelfahrt in Sahn laden uns wieder ein zu einem weiteren Podcast hier auf unserer Homepage. Heute zu einem ganz besonderen Fest, nämlich zum Fest des heiligen Franz von Sales. Und da verwundert es uns sicherlich nicht, dass unsere lieben Mitbrüder und Patres aus dem Kloster Sahn diesen Podcast heute gestalten. Und dazu wünsche ich uns allen eine gute Andacht und viel Freude. Liebe Mitchristen, liebe Freunde, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen unserer Pfarrei und darüber hinaus. Recht herzlich begrüße ich Sie zu unserem heutigen Podcast. Seit unserem letzten Ordensortsjubiläum hier in Mülheim wissen fast alle von Ihnen, dass ich ein Ordenspriester bin. Wir sind zu viert in der Gemeinschaft bzw. in der Männer-WG. Pater Franz Josef und Pater Leo sind Ihnen schon seit 20 Jahren bekannt. Pater Johnson ist seit fast 3,5 Jahren bei uns und ich selber seit 5 Jahren. Seit über 50 Jahren bemühen wir uns als Oblaten des heiligen Franz von Sales durch unsere Pfarrseelsorge Christus nachzufolgen. Umsetzung und Verbreitung unserer Ordensgemeinschaft bzw. Ordenserbschaft, salesianische Spiritualität im Alltag, ist unser Streben als Oblaten. Warum spreche ich heute viel von unserem Orden, unser Ordensleben? Ja, der 24. Januar ist der Festtag von unserem Ordenspatron Franz von Sales. Als Oblaten sind wir berufen, den Geist des heiligen Franz von Sales zeitgemäß auf unsere Art und Weise zu übersetzen. Deshalb wollen wir alle vier Patres den Inhalt dieses Podcasts auf den Heiligen bezogen gestalten. Auf diese Weise wollen wir ein kleines Stück von unserer Spiritualität Ihnen näher bringen. Wir freuen uns und wir sind von Herzen sehr dankbar, dass wir Sie in vielfältiger Weise auf glaubensgemeinschaftlichen Weg mitgehen und begleiten dürfen. Der Text von Franz von Sales wird gleich von Pater Leo vorgetragen und den Fürbittenteil wird Pater Franz Josef halten und das Vaterunser und Schlussgebet werden Pater Johnson gebetet. Bevor wir diesen Impuls beginnen, machen wir uns bewusst, dass wir in der Gegenwart Gottes sind. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Herr, der als Begleiter und Weggefährte durch Krisen uns begleitet, er sei mit euch. Lasset uns beten. Gütiger Gott, du hast den heiligen Franz von Sales dazu berufen, als Bischof und Lehrer allen alles zu werden. Hilf uns, sein Beispiel nachzuahmen und den Schwestern und Brüdern zu dienen, damit durch uns deine Menschenfreundlichkeit sichtbar wird. Darum bitten wir durch Christus, unseren Bruder und Herrn. Amen. Die gegenwärtige Corona-Krise prägt fast alle Bereiche unseres Lebens. Existenzielles Bangen von Wirtschaft und Lebensunterhalt scheinen sehr bedrohlich. Uns, liebe Mitchristen und Mitchristinnen, hat die Glaubensgemeinschaftskrise mittlerweile höchste Priorität. In dem Zusammenhang trägt Pater Leo gleich einen kleinen Lebensabschnitt von Franz von Sales vor, in dem es um seine Glaubenskrisen geht und wie er diese Krisen bewältigen könnte. Die entscheidende Wende im Leben des heiligen Franz von Sales stellt seine Krise in Paris im Dezember 1586 bis 87 dar. Keines seiner späteren Werke oder Schriften
ist ohne diese 6 Wochen in der französischen Metropole richtig verstehbar. Die zweite Hälfte des 16. Jahrhunderts war in Frankreich von den theologischen Auseinandersetzungen zwischen den Katholiken und den Calvinisten geprägt. Theologisch ging es dabei vor allem um die Frage der Vorherbestimmung oder Prädestination. Einfach formuliert bedeutet dies: Kann ich als Mensch etwas dafür tun, um in den Himmel zu kommen? Oder ist mein Schicksal bereits von vornherein von Gott festgelegt? Die katholische Lehre war davon überzeugt, dass die guten Werke für den Christen wesentlich sind. Die Calvinisten hielten an der absoluten Prädestination fest. Egal, was der Mensch tut, es ist von Gott bereits bei seiner Geburt entschieden, ob er in den Himmel kommt oder in die Hölle. Franz von Sales fühlte sich nicht nur in dieser theologischen Frage zerrissen. Er war mit sich selbst unsicher. Im Kopf hatte er klare Vorstellungen, wie sein Leben aussehen soll, seine Gefühle aber zogen da nicht mit. Gegen Ende des Jahres 1586 erlebte er diese innere Zerrissenheit dermaßen stark, dass er davon körperlich krank wurde. Er glaubte, die Ursache seiner Zerrissenheit und Unsicherheit liege darin, dass Gott ihn zur Hölle verdammt habe. Er sei verloren, egal wie er sein Leben gestalte. In seinen Zweifeln und in seiner Verzweiflung schleppte er sich in die dem katholischen Kolleg Carmont zunächst gelegene Kapelle Saint-Étienne de Grès. Dort betete er vor der Statue der schwarzen Madonna. Mitte Januar 1587 fand er dann jene Worte, die ihn von allen Glaubenszweifeln befreiten. Er ließ sich nämlich völlig in die Hände Gottes fallen. Egal, ob Gott seine Verdammnis oder seine Vollendung will, alles wird für ihn gut, denn er wusste plötzlich mit absoluter Sicherheit, Gott ist die Liebe. Und egal, wie Gott mit mir verfährt, es wird immer gut sein, denn die Liebe will immer nur das Beste. Was auch kommen mag, Herr, in dessen Hand alles gelegt ist und dessen Wege alle Gerechtigkeit und Wahrheit sind. Was immer durch den ewigen Ratschluss der Vorherbestimmung über mich beschlossen sein mag, der du stets ein gerechter Richter und barmherziger Vater bist, ich will dich wenigstens in diesem Leben lieben, mein Gott. Ich werde immer auf deine Barmherzigkeit hoffen und werde stets dein Lob vermehren.
Liebe Schwestern und Brüder, der vorgelesene Text und die Situation ist vielleicht nicht das Hauptthema der Zeit. Aber aus dem Text heraus möchte ich eine Lektion für meinen Glaubensweg finden. Wir setzen uns vielleicht nicht mit vielen theologischen oder konfessionellen Fragen auseinander. Doch ist die Lage ernst. Die Corona-Lage ist immer noch erschreckend, obwohl der größte Teil der Bevölkerung des Landes verantwortlich und vernünftig mit der Situation umgeht. Was mich am meisten trifft, ist die Einstellung des lebendigen Gemeindelebens. Mit großer Verantwortung gegenüber unseren Mitmenschen müssen wir bedauerlicherweise diese Entscheidung treffen. Glaubensfest und gemeinschaftliche Versammlungen sind immer noch tabu. Es fällt mir schwer, den bekanntesten deutschen Spruch wahrzunehmen: aus den Augen, aus dem Sinn. Absage der Präsenzgottesdienste, öffentliche Glaubensversammlungen und erhebliche Kontakteinschränkungen vermehren die menschliche und spirituelle Distanz zwischen uns. Egal wie wir uns bemühen, digitale oder virtuelle Angebote anzubieten, es wird diese persönliche Nähe und gemeinschaftliche Begegnung nie ersetzen. Der erste Eindruck ist, dass viele von uns sich vielleicht in Glaubenskrisen befinden. Kein gläubiger Mensch will sich in diese Krise begeben. Aber wir sind halt Menschen. Unsere Gefühle könnten manchmal auch verletzlich sein. Die bekannteste W-Frage, warum, übernimmt wahrscheinlich unsere Glaubenserfahrungen und Führung. Bevor der heilige Franz von Sales Priester wurde oder bevor er überhaupt seinen Berufungsweg eingeschlagen hat, setzte er sich mit seinem Glauben auseinander. Mit großer Freiheit setzte er immer großes Vertrauen auf Gott. Je mehr er von Gottes Wirken und Gottes Gegenwart in seinem Leben wahrgenommen hat, umso mehr musste er einmal die Finsternis der Seele durchmachen. Die Frage der Prädestination ließ ihn auf seinem Glaubensweg schwanken. Er strebte am Anfang nach einer vollkommenen oder glaubenswürdigen Lebensgestaltung in den Augen Gottes. In diesen Krisen erkannte er die Tiefe seines Glaubens und seines Vertrauens auf Gott. Ganz menschlich und unverletzlich begibt er sich in die Krisen. Geduldig sucht er einen Ausweg durch diese ungewöhnlichen Erfahrungen. Nach diesem Text könnte man sich vorstellen, dass es Franz von Sales wegen dieser Krisen fast den Boden zerschlagen hat. Mit Sanftmut bekämpft er den Zweifel zu bewältigen. Trotz dieser unausweichlichen Krisen gibt er nie auf zu beten und mit Gott in Verbindung zu bleiben. Das Gebet war seine einzige Waffe, um gegenüber den Krisen standhaft bleiben zu können. Endlich findet er in einem Gebet die tröstliche Erfahrung der Liebe und Zärtlichkeit Gottes aus den Krisen heraus. Er erfährt die Gegenwart Gottes. Er schreibt: Das Vertrauen ist das Leben der Seele. Ich glaube, Schwestern und Brüder, das ist die notwendigste sittliche Grundeinstellung unseres Glaubensweges. Unsere Krisenzeiten könnte ich mit der Wüstenwanderung des Volks Israels vergleichen. Wir machen nun eine Wüstenwanderung, sowohl in unserem Glaubensweg
als auch in unseren menschlichen Beziehungen. Wir sehen sich nach einem neuen Normalität. Wir müssen auf vieles verzichten. Mit anderen Worten, befinden wir uns in einer Sabbatzeit. Wir haben nun Sabbatzeit von gewohnten Feierlichkeiten und Normalität. Im positiven Sinne und optimistisch nutzen wir diese Zeit, uns auf das Wesentliche im Leben zu fokussieren. Trotz Krisen und Einschränkungen bewässern wir die Pflanze unseres Glaubens mit Wasser des Vertrauens und der Hoffnung. Wir können zwar die Krise nicht kontrollieren, aber wir könnten durch Gebet und Kreativität mit Gott und miteinander in Verbindung bleiben. Mit einem Spruch von Franz von Sales möchte ich den Impuls schließen. Gott wird niemals jene verlassen, die ihn nicht verlassen wollen. Lasst uns in diesem Geist uns miteinander aufrichten und verbunden sein. Amen.
Stelle der Fürbitten bitten wir um die Fürsprache und Beistand des heiligen Franz von Sales. Ihre Antwort auf jeden Aufruf wäre: Franz von Sales, steh uns bei. Im Kampf gegen die Macht des Bösen. Franz von Sales, steh uns bei. Im Kampf gegen die Finsternis des Glaubens. Franz von Sales, steh uns bei. Im Kampf gegen die Versuchung der Zeit. Franz von Sales, steh uns bei. Im Kampf gegen die Ungerechtigkeit und Bosheit. Franz von Sales, steh uns bei. Im Kampf gegen die Corona-Krisen und deren Konsequenzen. Franz von Sales, steh uns bei. Im Kampf gegen die Glaubens-, Wirtschafts-, Existenzialkrisen. Franz von Sales, steh uns bei. Im Kampf für die Wahrheit und Liebe. Franz von Sales, steh uns bei. Im Kampf für den Frieden und Umweltschutz. Franz von Sales, steh uns bei. Franz von Sales, du wärst der treue Diener Gottes und Menschen. Steh uns bei alle Tage unseres Lebens. Das Vertrauen auf Gott erreicht alles, sagt Franz von Sales. In diesem Vertrauen tragen wir alle unsere Anliegen vor Gott durch das Gebet Vater unser, das uns Jesus zu beten gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich,
und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Lasset uns beten. Guter Gott, oft frage ich mich, wie du etwas zulassen kannst, warum du mit Hilfe deiner Allmacht nicht eingreifst, um unschuldiges Leid zu verhindern. Danke, dass ich dir diese Frage stellen darf. Schenke mir aber auch die Kraft, das Unbegreifliche auszuhalten und darauf zu vertrauen, dass du alles zum Guten werden willst. Das erbitten wir durch Christus, unseren Herrn und Bruder. Amen. Liebe Mitbrüder, vielen herzlichen Dank für das Mitgestalten des Podcasts. Liebes Ehepaar Tevis, ein herzliches Dankeschön für Ihre musikalische Begleitung. Und dir, lieber Martin, danke für deine technische Unterstützung. Liebe Mitchristen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, danke für das Zuhören. Ich hoffe, es hat Sie bereichert. Wir schließen alle in unserem täglichen Gebet ein. Wir hoffen und freuen uns auf ein baldiges Wiedersehen und herzliche Begegnungen. Bleiben Sie gesund und behütend. Nun bitten wir um Gottes Segen. Der Herr sei mit euch. Auf die Fürsprache des heiligen Franz von Sales, der Herr segne euch und die Menschen auf ihrem Herzen liegen, der barmherzige und liebende Gott, der Vater und der Sohn und der Heiligen Geist. Amen. Es lebe Jesus. Ja, liebe Mitbrüder aus dem Kloster Saan, wir danken euch ganz herzlich für diesen Podcast und danken überhaupt dafür, dass es euch gibt, dass ihr zu unserer Gemeinschaft hier in Bruich, Speldorf und Saan gehört, dass wir euch haben. Und ja, auch ein herzliches Dankeschön an das Ehepaar Annegret und Gregor Tevis für die musikalische Gestaltung. Und für Sie wieder der Hinweis, dass der nächste Podcast gestaltet sein wird von Pastor Berthold Janberg. Bis dahin machen Sie es gut, Gottes Segen und Tschüss.